Woher wissen die, dass er ein Dieb ist? Gib's dem Schurken ordentlich. Sie haben letzte Nacht verschwunden. Hey! Euer Temperament, Sir. Ich habe ja alles. Vater hat es geschafft, die Nacht zu verbringen. Sanktionen und Demonstrationen reichen nicht, Sam. Wir müssen handeln. Und ich rede von mehr als einer Schafhummel. Ah, Connor. Sei gegrüßt. Was führt dich nach Boston? Du. Entschuldigt ihr uns bitte, Freunde? Dank dir. Diese Unterhaltung wurde langsam unangenehm. Nun, was kann ich für dich tun? Ich hoffe, du hilfst mir bei der Suche nach William Johnson. Natürlich. Ich bin auf dem Weg zu einem Treffen mit Männern, die dir helfen können. Warum kommst du nicht mit? Es ist schön zu sehen, dass die Menschen sich endlich gegen das Unrecht erheben. Sagt ein Mann, der eine Sklavin besetzt. Wen? Suri? Ich stehe zu meinem Wort, mein Freund. Sie ist keine Sklavin, sondern eine freie Frau. Zumindest auf dem Papier. Manche Menschen ändern sich nicht so schnell. Es ist tragisch, dass wir trotz allen Fortschritts festhalten an dieser Barbarei. Dann sprich dich dagegen aus. Wir müssen zuerst unsere Rechte verteidigen. Ist dies geschehen, werden wir uns um diese Probleme kümmern. Du sprichst, als sei deine Situation vergleichbar mit der der Sklaven. Ist sie nicht. Sag das meinem Nachbarn, den man zwang, britische Truppen unterzubringen. Oder meinem Freund, dessen Geschäft geschlossen wurde, weil er die Krone verärgerte. Hey! Es ist mein Haus! Egal, was ihr Steuereintreiber sagt! Wenn diese Narren meinen Besitz wollen, sollen sie selber über den Teich segeln und ihn sich holen! Darüber wird nicht diskutiert. Jetzt öffne die Tür oder meine Männer werden sie eintreten. Na, genug. Wir kommen rein. Ah! Oh! Ich schätze, das Offensichtliche ist Beweis genug, Connor. Geh nur weiter. Ich treffe dich an unserem Ziel. Die besten Feuerwaffen. War das schon alle? Boxen mit mir. Könnte etwas Hilfe brauchen. Endlich Gerechtigkeit! Soll der Gouverneur ruhig mehr schicken! Bist du wohl auf? Bin ich. Ist nicht mein erster Tanz. Trotz der Zähne und Klauen dieser Rotfüchse kämpfen sie wie Welpen. Vielen Dank, mein Freund. Ich würde dir ein Ale ausgeben. Doch ich werde leider erwartet.
kann ihn nicht verfehlen. Sind geschenkt. Connor, ich stelle dir einige Gleichgesinnte vor. Der Besitzer dieses feinen Etablissements, William Molyneux, und der Leiter und Chefkoch seines neuesten Projekts, Stefan Chaffaut. Ah, Connor und ich haben uns eben erst mit den Rotröcken eines Steuereintreibers vor meinem Haus amüsiert. Die Eintreiber werden dreister und gewalttätiger. Darum müssen wir uns kümmern, Samuel. Wir müssen einen Banner hissen, damit die Leute wissen, dass sie nicht allein sind. Die Docks sind ein rechter Kampfplatz zurzeit. Demonstranten schirmen die letzte britische Teelieferung ab. Die Augen der Stadt sind auf diese Bühne gerichtet. Ein Bosner ohne Tee ist eine reißende Bestie. William Johnson schmuggelt den Tee von den Schiffen. Einer seiner Männer wollte mir das hier verkaufen. Eine Probe von dem Angebotenen, doch sie ist von den Schiffen. Der Stempel lässt keinen Zweifel. Er verlangt einen stolzen Preis. Er muss ein wahres Vermögen damit verdienen. Wo ist er jetzt? Ich habe den Mann nie gesehen. Darf ich fragen, warum du ihn suchst, Connor? Er hat vor, das ganze Land zu kaufen, auf dem mein Dorf steht. Und ohne die Zustimmung meines Volkes. Zweifellos finanziert der Profit dieser kleinen Schmuggeloperation den Ankauf. Für die Schmuggler ist sie eine Wohltat, diese Teesteuer. Ich wette, dieselben Männer, die die Steuer erheben, verkaufen den Tee. Eine Bühne verlangt nach Spektakel und ich kenne das Stück. Connor, geh zurück zu den Docks und sorg für die Zerstörung des Tees. Wenn du uns brauchst, komm wieder her.
Dann los, komm. Hallo, Connor. Der Tee wird von Johnsons Männern überall um Boston herum geschmuggelt. Wenn du solche Kisten erspähst, könntest du die Lieferung vielleicht stoppen. Und die verdammten Steuereintreiber sind immer noch aktiv. Die brauchen noch ein, zwei Lektionen, hä? Entschuldigung. Pass auf, Mann! Spezialist vom Dienst?
Stefan, was ist los? Wo ist Sam Adams? Wen kümmert's? Ich wurde beraubt. Ich brachte meine Wertsachen hierher und dann kommt jemand und beklaut mich. Wo willst du denn hin? Wir wiederholen, was rechtmäßig meins ist. Ein paar jämmerliche Rotröcke warten auf eine Abreibung. Hier schlage ich auch noch das Gesicht rot, Grabhühn. Bastarde nahmen mir meinen Vater in Kanada und nun nehmen sie meinen Besitz hier. Oh, es reicht. Stefan, bitte! Halte ein und höre mich bitte an! Ich habe lange genug zugehört. Die kommen in mein Haus und nehmen meine Sachen. Ich werde mich rächen. Der Verantwortliche wird dafür büßen. Und seine Freunde auch. Ich war zu lange ein friedlicher Mann. Lernt meinen Zorn kennen. Dein Leben ist aus! Oh.
Sie vertrieben mich. Ich fand eine neue Heimat. Und auch die wollen sie mir nehmen. Den habt ihr es gezeigt. Oh ja, den habt ihr es gezeigt. Gott. Mir wird schlecht. Man kann gegen Unrecht ankämpfen, aber doch bitte nicht so. Zerstört? Du blöder Bastard! Soll ich deiner Meinung nach Johnson sagen, sein Tee hätte sich spontan selbst entzündet? Unsinn! Jemand ist dafür verantwortlich und du wirst herausfinden, wer! Und versagst du, weide ich dich aus und finde einen anderen, der es kann! Was nun? Ein Fenster öffnen. Wer zur Hölle bist du? Warum? Du hast kein Recht, die Leute zu berauben. Ob das Parlament zustimmt oder nicht. Britisches Parlament? Ich arbeite für William Johnson. Johnson? Beende seine Qualen anständig. Bitte. Die Leute haben scheinbar ein Ohr für dich. Was ist mit deinem Besitz? Die Leute hören mir nur zu, weil ich die Wahrheit spreche. Deutlich. Und das ist tausendmal mehr wert als der Inhalt meiner Truhe. Sollen es die Briten doch behalten. Du hast dich heute bewährt. Ich sagte vorhin, ich gebe dir ein L aus, wenn du mir hilfst. Statt des Biers biete ich dir Gefolgschaft. So du willst. Deine Hilfe ist willkommen und ich danke dir. Jetzt muss ich wohl zu Sam Adams. Schmeckt den Unterschied, den ein gut gehegter Garten ausmacht. Frisch ist... Oder fühlst du dich wohl da drin? Vielleicht sollten wir es. Hey.
Mir all dein Geld. Hau ab! Komm ran, wenn du dir eine... Du kriegst die nicht! Lass ihn in Ruhe!